Ach ja, Leute, wir haben jetzt hier gerade dieses Orklager platt gemacht gehabt letztes Mal. Und irgendwie weiß ich nicht, ob wir die Orks jetzt wirklich schon besiegt haben oder nicht. Aber unsere Quest sagt immer noch, dass wir die letzten Orks beseitigen sollen. Und hier sind erstmal Wölfe. Wahrscheinlich gibt es irgendwie noch eine Höhle oder so, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Unsere vier Schützen hier sind ordentlich am Machen. Und Forgrim hat noch ein bisschen Nardoretta, ein Doppelbock-Intus. Hat er jetzt gar keine EP gegeben, der Wolf? Oder die Wölfe? Ja, gut. Ich glaube, Wolfspfoten sind jetzt auch nicht so unendlich teuer, also lassen wir das. Schnellreisepunkt westlicher Wald. Sehr schön. Dann können wir nämlich einfach mal zurück und schnell mal nachfragen. Was ist euer Begehr? Was die Orks angeht. Bitte. Überrascht mich mit einer guten Nachricht. Einige der Orks sind noch übrig, aber es dürften nicht mehr viele sein. Ich wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr nicht einige, sondern alle Orks beseitigt. Aber wahrscheinlich habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Das dürfte kein Problem sein. Okay. Ich frage mich, ob man, wenn man hier die letzten Orks besiegt hat, ob dann hier immer noch irgendwelche Questen hier später sind. Zumindest eine. Es ist ja anscheinend öfters so, dass bei allen Regionen dann später nochmal so eine neue Quest kommt. Hier können wir in den Fluss. Oh, da oben habe ich irgendwas gesehen. Harpchen. Ja, das Wasser sieht ganz gut aus, finde ich. Wie gesagt, die Grafik ist ja eh auch heute immer noch gar nicht schlecht. Aber es gibt natürlich schon neuere, bessere Wasserdarstellungen. Also ich hoffe, hier sind jetzt nicht einfach nur zwei Harpchen. Ja. Sondern ich hoffe, dass wir hier auch irgendwelche Viecher finden. Also Orks, meine ich. Da muss ich wieder gleich an die Harpchen von Gothic 1 denken. Oh, wer hat da keine Munition? Unser Hauptcharakter. Dann nimm mal die Morphostacheln. Ahaha, Waffengift. Gut. Mein Gut. Meine Güte, meine ich. Ach, man kann die auch noch weiter untersuchen. Was haben die denn nochmal? Ja. Okay, weil die so selten sind, ne? Machen wir das einmal noch. Was? Das habe ich, glaube ich, sonst auch immer gemacht. Dass ich im späteren Verlauf des Spiels allen Charakteren letztlich dass ich alle auch zu Fernkämpfern gemacht habe, um auf jeden Fall irgendwelche Gegner erstmal von der Ferne
mal schön zu beschießen. Oder eben mit so vielen Fernkämpfern zu beschießen zu können, wie ich möchte. Ja, aber hier sind halt keine Orks. Ach so, hier kann man, glaube ich, noch... Oh. Oh, da kann man, glaube ich, noch lang. Über den Fluss rüber. Müssen wir natürlich jetzt nochmal einen schönen Weg machen. Hilfreiche Tatze. Schön die Gruppe trennen. Ja, ja. Ja, und was den PC hier angeht, ich habe auch die Sachen drumherum halt alle erneuert. Es ist auch alles ganz cool gelungen. Macht auch alles Spaß. Die Recherchen waren teilweise nervig, um irgendwie so Sachen zu kriegen, die ich eigentlich gerne haben wollte. Beziehungsweise um rauszufinden, was wohl ganz gut ist. Oh, ne, hier unten kann man doch nicht hin. Och nö. Okay, das ist jetzt echt nervig. Aber... Oder kann man mal wieder in den Wasserfall rein? Das wäre ja mal wieder der übliche Trick. Das habe ich letztens bei Teso gehabt. Da habe ich mit einem Kumpel aus meiner DSA-Gruppe Teso gespielt und da gibt es ja diese Himmelsscherben und ich hatte dann halt in einem Dungeon, den ich auch schon kannte, dann extra die Himmelsscherbe geholt. Und da musste man durch so eine Höhle hinterm Wasserfall und ja. Er hat halt mega lang gesucht und immer mich gefragt, wo ich denn bin. Und selbst als ich ihm das gesagt habe, hat er das irgendwie so schlecht gefunden. Moment. Also hier hinten ist ja noch irgendwas, ne? Irgend so ein Schriftzug, da müsste man ja hinkommen. Das müsste ja eigentlich mehr so von der Seite hier passieren. Ach, da hinten steht unsere Falle, die Murmeln sind da hinten, glaube ich, noch. Ja. Nee, also ich habe hier für den PC dann mir noch so Sachen geholt, aber das mit dem Headset hat mich wirklich ein bisschen geärgert, weil das, was ich jetzt hier gerade benutze, also ich benutze halt sowieso gerne immer Headsets, weil ich einfach nicht so viel Kram irgendwo noch rumstehen habe. Und weil hier in der Nähe auch ein bisschen die Straße laut ist und so weiter. Und ja, das neue Headset war dann zwar mehr als dreimal irgendwie so teuer wie dieses hier, aber und der Klang ist auch gut vom, also wenn man dann eben irgendwas hört, aber ja, leider. Leider, obwohl das Mikro gut sein sollte, ist das Mikro halt irgendwie so ein bisschen, ja, es ist nicht schlecht, aber es ist halt, ja, es klingt halt nicht so vollmundig wie dieses hier irgendwie, das ist irgendwie komisch. Okay, ja,
Leute, ich glaube, wir suchen uns hier jetzt tot, wenn wir den letzten Ork suchen. Ich werde einfach mal hier jetzt auf Pause drücken. Und dann suche ich nochmal so ein bisschen, damit wir hier nicht jetzt ewig rumlaufen. Also, dann hoffentlich bis gleich. Ja, bis gleich, hatte ich gerade gesagt. Und das war vor 5 Sekunden oder 10 Sekunden. Denn ich bin einfach jetzt hierher gereist und ich meinte mich auch zu erinnern, dass es irgendwo hier am Ende nochmal so eine Höhle gab. Und ich bin einfach hierher gereist und genau vor mir war dann hier Eingang dunkler Spalt. Und ja, dann haben wir es wohl gefunden, ne? Also? Ja? Armer Trutz! Adlerauge! Falkenauge! Falkenauge! Hm? So. Dann wollen wir mal. Aha. Der dunkle Spalt führt also nicht in einen Dungeon. Na komm, lassen wir ihn. Sondern in einen weiteren Talabschnitt, wenn man so möchte. Einen Bären nehme ich lieber immer mit. Ja. Weil man da immer schön Einbärentränke draus machen kann. Harpchen, Schwarzbären. So. Vergessenes Tal oder wie das heißt. Schleichen ist echt so selten in diesem Spiel. Ja, gut. Ja. Mal gucken. Ich habe jetzt hier 81 Steigerungspunkte. Mal schauen, ob sich das ändert, wenn dieser Bär hier nicht mehr ist. Ei. Weiche. Ja. Ja. Was? Eola. So, das war's mit den Bären. Und wir sind immer noch bei 81 Steigungspunkten. Hm. Okay, ich habe ehrlich gesagt bis jetzt immer gedacht, dass hilfreiche Armatrot Adlerauge. Ich habe jetzt immer gedacht, dass jedes Vieh, was man hier erschlägt... Ah, sehr gut. Auf jeden Fall EP bringt. Ein kleiner Ork-Überfall. Na? Hau ihn um. Bei Angriff spart! Er hat schon schön Schaden.
Mir gefällt aber das mit dem Rundumschlag, ehrlich gesagt. Oh, 48. Ja! Bei Angriff schwarz! Also wenn ich der Ork wäre, bin ich jetzt... Nee, mir gefällt das mit dem Rundumschlag. Denn, man muss halt wirklich in die Mitte laufen. Mach ich. Okay, wir sind immer noch im Kampf. Oh. Schnellreisepunkt verborgenes Tal. Sehr gut. Lag hier nicht jetzt noch irgendwo ein Ork? Wie auch immer. Irgendwie sind wir die ganze Zeit im Kampf. So, weil die quasi jetzt einen Hinterhalt durchführen. Mal gucken, ob wir schon einen irgendwie platt machen können, bevor er hier ankommt. Okay, ja gut, wenn sie da sich vom Bären aufhalten lassen, dann sowieso. Orks, Wölfe, Talaria. Ich dachte gerade, scheiße, was ist das denn? Eine Ork-Anführerin, eine Menschenmagierin? Aber das ist natürlich unser Schiff. Was? Ja. Deswegen mag ich das mit den Schützen. Ja? Na? Vielleicht irgendwie erstmal so ein paar weglocken. Ich glaube aber, wenn wir erstmal was machen, dann kommen alle, ne? Wobei, da sind halt auch Wölfe. Ich weiß jetzt nicht, ob die Wölfe mit den Orks zusammenarbeiten. Leute, könnt gerne alle stehen bleiben. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch ein heftigerer Kampf wird als vorher oder ob das jetzt einfach nur so ein Abgang ist, sag ich mal. Also im Moment fühlt es sich eher wie so ein Abgang an. Noch meinen Arsch geschossen. Was? Ich fange schon mal an zu looten. Das können wir uns doch vergessen. So, dann fall um. Der Pfeil ist nochmal richtig lahm geflogen. Ja. Oh. Oh shit, was kommt denn da? Das sieht irgendwie aus wie ein komischer Oger. Nee, ist ein normaler Oger. Okay, dann alle gesammelt. Nee, alle gesammelt auf den Oger. Ja. Du gehst aber bitte mal. Was? Den. War ihr! Achtung! Ja. Ach, er ist umgeworfen. Na toll.
Aber der Oger hat ja schon eine Wunde. Zwei Wunden. Und leidet unter Plumbumbarum. Sehr schön. Ei. Ei. Ja. Was? Nein, nicht mit den Fäusten. So. Oh, der Ork ist erstmal. Ah! Er hat den Ogre zweimal getroffen. Wie geil. Der Ogre hat schon vier Wunden. Das ja heißt. Weiche! Jetzt nochmal. Na? In dem Vorgame auch mal hier. Jetzt noch eine Runde und der Ogre kippt. Und? Weg. Der Boden, der so erbebt. Oh, ja, das war schon. Was? Ja, ein bisschen blöd ist es natürlich, dass Orks. Es ist überstanden! Hier doch recht primitiv dann. Ei. Wirken. Also, beziehungsweise, ich fände es halt nochmal cool, wenn man nochmal Orks. Na, ich gehe schon mal. In einem, ich sag mal, Drakensang-ähnlichen Spiel erleben könnte, die jetzt vielleicht ein bisschen differenzierter noch sind, ne? Also, ich meine, wir kennen ja alle die verschiedenen Ork-Stämme und so weiter und da gibt es ja echt coole verschiedene Dinge. Also von den total lockeren Händler-Orks über die Ausgestoßenen bis hin zu was? Orks, die selbst unter Orks als Barbaren gelten. So, wer kommt denn da jetzt noch? Ah. Dann wollen wir doch hier mal einen Rundumschlag. Ja! Ey, das war nur einer. Oh, da kommt ja noch einer. Was? Gut, der Ogre schreckt mich jetzt auch nicht mehr. War ihr! Ein bisschen verspätet. Ha! Na? Angekommen hier. Angriff! Versuch mal dem. Bei Angriff spart! Auch 5 Runden zuzufügen. Was? Ja. Hoho! Komm schon! Schöne Meisterparade. Oh ja. Ja. Oh. Hatte er nicht gerade eine Meisterparade an? Komm, komm! Ja, Meisterparade. Ja? Und die 5. Wunde Achtung kommt gleich schon gefühlt. Was? Das macht fast schon Spaß. Okay. Ja. So, ja, okay. Wir sind aber immer noch nicht fertig hier. Also die letzten Orks lassen immer noch auf sich warten. Okay, zum Glück sind wir nicht dort reingelaufen. Na? So, 1, 2, 3. Weiche! 1, 2. Ha! Ja.
So, die Meisterparade kommt automatisch. Meisterparade ist echt wertvoll, ne? Und? 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 Und weg. Einer weniger Glück gehabt. Ja, so ist das. Berichte dem Vogt. So ist das, wenn man mit Scharfschütze schießt. Dann geht das immer mal so ein bisschen schnell. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Die Antwort. Ja. Ah, unsere Belohnung ruft. Hui. So, das ist, glaube ich, alles nur Schrott. Aber wer weiß, was hier drin ist. Ich mach was. Okay, schauen wir mal. Barbarische Fellstiefel. Die sind nicht so gut wie unsere Schnürstiefel. Fellarmschienen. Fellreste, die mit Lederbändern zu einem einfachen Armschutz zusammengebunden wurden. Oh. 0,2 Behinderung. Und die haben 0,6 Behinderung, ja. Und ich glaube, sie hat so die schlechtesten Armschienen. Ich meine, die anderen haben eh alle Metall oder so, ne? Okay, er jetzt nicht unser Hauptcharakter, aber... außerdem Irjan-Leder ist sowieso irgendwie cool. Knochenhelm. Archaischer Helm aus dem Schädelknochen eines gehörnten Monsters. Der Helm ist furchteinflößend, bietet aber nur einen geringen Rüstungsschutz und schränkt die Beweglichkeit des Trägers stark ein. Aber ein 3er RS und 1,5 Behinderung. Ja gut, unser Lederhelm ist allein schon besser, ne? Und schwerer ist er auch noch. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist mit ihm? Ja, er hat auch einen Lederhelm, okay. Ja? Wolfsschädelhelm. Dieser prächtige Schädel verleiht das Aussehen eines Raubtieres. Ja, ist dann halt aber auch schlechter, ne? So, und sie kann auf jeden Fall die hier benutzen. Giftpfeile dienen dazu, den Gegner zu vergiften. Eine Konstitutionsprobe, die um 6 Punkte erleichtert ist. Ermöglicht es dem Gift zu widerstehen. Ja gut. Ist halt die Frage, ne? Ja, gut. Es ist ja sonst immer bei DSA so, dass man eine Giftprobe macht und entweder man kriegt die fiese, fette Wirkung oder eben so eine Art halbe Wirkung. Aber auf jeden Fall trotzdem sehr geil. Morphostacheln und Giftpfeile. Und hier kann man auch noch ein bisschen rumlaufen. Aber ich denke mal, hier wird jetzt nichts groß sein. Außer ein paar Pflanzen. Oh. Ja, und vielleicht nicht so starke Gegner, wollte ich gerade sagen. Ein Stinkmarder. Oh, der arme Stinkmarder. Ja, gut, komm. Was? Hilfreiche Tatze. Adlerauge. Ja, ich muss sagen, ich bin doch erstaunlich gut wieder reingekommen in das Ganze hier. Und ja, es gibt halt immer mal wieder Kämpfe. Also wenn es dann viele sind, nervt es ein bisschen, hier die Leute zu koordinieren. Aber
Ich glaube, ich habe es früher noch mehr so gemacht, als ich vor 10 Jahren gespielt habe. Dass ich... Ja gut, die geben keine EP, ne? AP, besser gesagt. Hier, wir sind ja bei ESA. Dass ich auch bei den Standardkämpfen, auch wenn ich die sowieso gewonnen hätte, dass ich einfach immer noch die ganzen Fähigkeiten möglichst perfekt eingesetzt habe. Und das ist oft ja überhaupt nicht mehr nötig dann, ne? Ja. Nee, aber ich muss sagen, wenn man das jetzt nicht ständig macht und überall für alle Charaktere dann rumklickt, geht das schon so ein bisschen schneller? Und es geht auch ein bisschen schneller, wenn man dann jetzt Richtung Ende des Spiels natürlich ja, Charaktere hat, die dann eben schon gut Schaden austeilen, ganz gut aushalten und so weiter, ne? Also dann ist das auch alles irgendwie noch okay, wieder so halbwegs. Was ist euer Begehr? Was die Orks angeht. Bitte. Überrascht mich mit einer guten Nachricht. Überraschung. Alle Orks sind beseitigt. Das wurde aber auch so. Ich danke euch trotz allem für eure Mühen. Hier, nehmt diese Belohnung. Jetzt kann ich endlich Gäste empfangen und meine Langeweile mit ihnen teilen. Ah, 25 Dukaten für 4 Charaktere. Für ultra-lebensgefährliche Aufgaben, wo auch noch Ogre dabei sind. Ich glaube, man hätte mehr Gold kriegen können. Ich glaube, ich hätte meinen Questgeber im Pen & Paper Rollenspiel, glaube ich, ein bisschen mehr Gold gegeben. Also mindestens jedem Charakter 25 Gold, irgendwie sowas. Also bei solcher Aufgabe, wo man wirklich gut im echten Pen-Paper-Rollenspiel könnte man richtig schnell gekillt werden, wenn so viele Orks kommen und noch ein Ogre und so, ne? Also da muss man schon wirklich richtig gut sein. Dass man da jetzt nicht irgendwie schneller drauf geht, wenn dann so viele Gegner gleichzeitig angreifen. Gut. Geschlossene Quest. Orkplage. Sämtliche Orks sind aus dem Jagdrevier vertrieben. Hoffentlich kehren sie nicht zurück. Ja, vertreiben die Orks, benachrichtige den Vogt, lass die Blockade entfernen, beseitige die letzten Orks und berichte dem Vogt. Gut. Ja. Was ist euer Begehr? Nun gibt es in eurem Jagdrevier eine besondere Beute, die es zu erlegen gilt. Unglücklicherweise muss ich euch da enttäuschen. Na gut. Meines Wissens treibt sich zurzeit nur das übliche, ordinäre Getier herum. Gut. Jagd allerlei. Ja, wir können wahrscheinlich... das wäre eigentlich mal ein Test wert. Wenn wir jetzt Bescheid sagen... Im Tosch sagt man, jemand hat einen Eber geschossen, wenn er etwas Unüberlegtes getan hat. Wusstet ihr das? Ihr wolltet sicher etwas sagen. Was kann ich für euch tun? Macht die Talaria bereit zur Abfahrt. Wo soll es hingehen? Zeigt es mir auf der Karte. Ja. Ja, ich wollte nämlich jetzt einfach mal irgendwo hinfahren und dann sofort wieder zurückkommen und dann schauen, ob er sofort dann die nächste Aufgabe hat. Aber, ja, okay, so ein bisschen doof ist das irgendwie auch schon, ne? Wir können es ja verknüpfen, wir können ja einfach sagen, wir... Ja, wobei, bei der Zollfest gibt es bestimmt auch noch eine Aufgabe. Aber ich würde mal sagen, wir fahren endlich mal zur Höhle des Wasserdrachen. Wir hatten genug gehört von der Bestie in den kalten Tiefen des Flusses. Nun wollten wir sie sehen und bezwingen. Gabaskandraxin, ein verfluchtes Drachengetier, das dazu auch noch im Wasser lebt. Kannst du dir ein widerwärtigeres Geschöpf vorstellen? So schärfte ich meine Axt
und freute mich auf den Schatzort, von dem man munkelte, er sei voller blinkender Goldstücke. Ja, ich weiß auch nicht mehr so genau, was jetzt hier los ist. Seht, dort! Oh. Eieieiei. Ja, bitte? Was ist? Wie kann ich dir helfen? Ja, bitte? Der Verräterbaron. Kann ich dir sonst noch helfen? Ich dachte, es wäre was Neues. Ei? Okay. Hilfreiche Tadlerauge! Armer Trutz! Gut. Ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir hier den Cut. Hort des Wasserdrachen, da hinten. Wir müssen hier über den Steinbogen. Und ich meine mich zu erinnern, dass diese Karte nicht so groß war. Wir wollen hier für Sanraya Lockenglanz, glaube ich, irgendwie auch irgendwas holen. Und das Mosaikstück. Und wir wollen sowieso wissen, was am Silbrakranz klar zum Gefecht gesagt. Nun mach dir mal nicht ins Hemd. Er meinte, da ist ein Hecht. Gut. Ja. Dann also hier erstmal Cut und dann bis zum nächsten Mal.